Servus die Marl und grüß euch die Buben. Ja Freunde, bin wieder in Kanuntum bei der Donau. Wollte eigentlich nach Haslau und ein bisschen durch den Dschungel, weil es wieder nicht unbedingt so schön ist und ein bisschen ja, windig, ringerlich. Und ja, leider ist dort eine Jagd, quasi die haben dort angesperrt. Somit hat Plan B wieder mal greifen müssen und das ist bei mir sowieso immer die Donau hauptsächlich oder Hausberg. Und schaue ich wieder ein bisschen zur Donau, weil wäre aber da auch ein bisschen mehr. Das sind nicht normale Wege, aber ein bisschen durchs Ding streichen, vielleicht zur Donau auch noch runterschauen. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Wie gesagt, es ist Regen angesagt. Schauen wir mal, gehen wir es einmal an und dann schauen wir weiter. Ja, in der Zwischenzeit lichtet sich auch schon schön der Wald. Man sieht wieder weiter durch. Und meine Wildschweinwurzel, die gibt es auch noch immer. Ich glaube, die kenne ich jetzt schon seit 3-4 Jahren. Die schaut immer noch gleich aus. So was geil. Ein richtiger Wildschweinschädel von der Weiden. Ha? Ja, bin auch heute wirklich mit Minimalausrüstung wieder unterwegs. Sogar mein Stativtischerl ist daheim heute. Aber, wie gesagt, möchte nur eine kleine Runde durchzischen. Ein bisschen wieder den Tag ausnutzen, weil es ja da relativ schön ist. Also, angenehme Temperaturen, wir haben gleich so 10 Grad. Und ja, jetzt schaue ich da mal hinten wieder zu meinem Teich. Vielleicht ziehe ich dort wieder ein paar Reiher. Keine Ahnung, auf alle Fälle schaue ich hin. Marienmartel, okay, das ist neu. Das kenne ich nicht. Aber ich glaube, da sehen wir noch nichts. Hm? Schaut einmal, wie diese Bäume alle mit den Efeu überzogen sind. Gewaltig. Ja, ehrlich gesagt, da herum war ich auch noch gar nicht. Also der Weg ist mir neu. Mir vielleicht früher nie aufgefallen. Ah, wir werden den jetzt einmal nachgehen. Ja, und da vorne schaut es so aus, wie wir am Ziel wären. Nein, da war ich noch nicht. Marienmartel, ja? Na, ehrlich gesagt, da war ich echt mein ganzes Leben noch nicht. Na, da herüben so ein schönes Bankerl. Und da ist das Marienmartel. Schauen wir mal, was da unten drin ist. Ah. Kerzel herin. Feuerzeug. Na, ja, gehen sogar. Kann man Kerzel anzünden. Naja. Dann machen wir das doch wieder. Wenn wir schon da sind. Na, jetzt ist es gerade noch gegangen. Wenn wir da sind, machen wir das. Marienmartel. Ja, ich hab's auch noch geschaut, da ging jetzt zwar oben, aber in die Richtung will ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich will zum Teich aufschauen.
Ah, ja, der Basenlosschüsse. Da wird natürlich kein Viech da sein. Und ich sehe auch leider nichts. Aber wenn es wohl jetzt können wir am Steg rausschauen, zeige ich euch das noch. Schauen wir einfach hin. Nach der Schau rüber. Komplett frische Bissspuren von einem Biber. Die sind noch nicht alt. Also, dass da ein Biber ist, super, zeige ich euch gleich näher. Also, die sind wirklich ganz frisch. Gigantisch. Jetzt schauen wir mal ein bisschen am Steg raus. Da hat er auch schon angefangen zum Knappern. Ja, da sieht man das Boot. Steht ein bisschen Wasser drin. Ah, da oben fliegt er. Wird man nicht sehen. Jetzt ist er verschwunden. Da war es überall gewesen. Ja, leider den Biber hätte ich gern gesehen, der hat mich interessieren, aber ja, was soll ich machen? Der wird nicht auf mich warten, schätze. Man sieht da keine Fische nicht. Ja, vielleicht schnorchen sie. Schaut euch einmal den Baum an, der ist da auseinander gewachsen und oben wieder zusammen. Sieht man fast durch. Ja, die Zeit von den Baumschwammerl ist auch schon vorbei. Die brechen schon alle von der Lahu. Die sind alle schon am drin werden. Schaut, haben wir mal so schön ausgeschaut. Aber kann man nichts ändern. Schaut euch einmal an, was die mit den Wegen aufführen. Mit dem neuen Fahrzeug. Eigentlich wollte ich da oben gehen. Irgendwie ist mir das Ganze, mir die ganze Freiheit genommen worden. Ja, irgendwie fällt mir da ein bisschen der Antrieb. Bin so richtig enttäuscht. Da hinter mir ein paar Maschinen angerufen. Weiß gar nicht, ob ich da jetzt oben gehe oder nicht. Muss man das noch überlegen. Ja, ich habe mich da entschieden, ich gehe da nicht runter. Ich gehe den Weg da entlang. Da schaut es ein bisschen besser aus und ja. Irgendwie taugt es mir heute gar nicht mehr. Irgendwie total der lange. Wenn ich so alles sehe, geht mir das Gimpfte auf. Nein. Ja, Freunde, das bringt es heute nicht mehr. Wie fürs Handtier ist, taugt mir heute einfach nicht. Das ist, was ich da alles gesehen habe, eine Katastrophe. Da nehmen wir einen Weg, okay, gut und schön, aber da habe ich gleich die Straßen daneben, da pfeife ich auch drauf, da kann ich mich gleich vor das Fenster daheim setzen. Ich gehe da jetzt zurück zu den Marienkirchen da, Matterl. Da rum sind ein paar so Holzstammen gehen. Da mache ich mir noch ein Käfchen, ob das ein bisschen was bringt, ich weiß zwar nicht, aber. Sorry, heute ist nicht meins. Ah ja.
Ja, machen wir jetzt einmal einen Kaffee. Ja. Käffchen ist fertig. Wenigstens was Positives. Ja, Freunde, was soll ich lang sagen? Wie ihr seht, der erste Gruß wieder an meine Krankensaison. Und dann an alle anderen. Prost. Ja. Ja, selbst mein Käfchen putscht mich heute nicht wirklich auf. Dürfte quasi nicht mein Tag sein, so wie es ausschaut. Zuerst dort, wo ich hin wollte, mal abgesperrt ist, weil es alles jagern dann. Ich meine, ich habe nichts gegen Jäger, das gehört genauso dazu. Und habe auch gegen die Leute absolut nichts. Zumindest nicht gegen manche. Manche haben ein bisschen einen Boscher, die sind ja nur schießwütig, das ist nicht mehr, nicht weniger. Ich kenne etliche, das sind super Kerl und da kann man gar nichts sagen. Man darf nicht wirklich alle einen Handtopf werfen, aber gibt viele, wie heißt die, schwarze Schafe. Ja. Ziehe ich gerade weiter um mich schauen. Schaut aus, wie wenn sich einer ein Shelter dort hingebaut hätte. Zeige euch nachher dann noch. Ja, weil ich sage, mein Tag ist heute gering. Das ist, ich trinke meinen Kaffee da aus, pack dann zusammen das Shelter, schau mir an. Das dürfte wirklich einer aufgestellt haben da hinten, schaut lustig aus. Wahrscheinlich Kinder, weil da wird wahrscheinlich auch vielleicht eine Klasse oder so, Kindergarten oder da hergehen. Ja, jetzt hört es im Hintergrund sowieso noch schießen da drüben. Schießen sie überall heute. Ah nein, ist jetzt die Zeit für Jagden. Aber was die da drüben pölzen, das ist ja Wahnsinn. Aber ist so, es gibt nicht nur sonnige Tage, es gibt auch Regentage. Heute dürfte ich so einen erwischt haben quasi, mein Gemütszustand. Kann man nichts machen, ist so. Ja. Ich werde noch warten, bis das alles ausgekühlt ist und dann werde ich wieder zusammenpacken und gehe schickmittlich wieder zum Auto zurück. Außer Ende küsst die Hände, was so ist. Ich glaube, heute brauche ich ja gar nicht viel putzen, aber da muss ich ein bisschen verwischen. So, und jetzt zeige ich da hinten das Shelter. Ja, ich bin mir sicher, das haben da Kinder aufgebaut. Und das ist das Einzige, was mich heute noch erheitert, dass man sieht, dass Kinder noch sowas bauen quasi. Ja, Erwachsene waren das kein. Aber gefällt mir, die Jugend ist da noch gut drauf. Top. Ja, aber nichtsdestotrotz mache ich mich jetzt am Rückweg auf zum Auto. Bin ich eigentlich eh bald da, was sind nicht mehr ein paar hundert Meter, 400-500 Meter. Ja, gehen wir halt einfach. Ja, Freunde, und von dem Platz, wo ich euch begrüßt habe, möchte ich einmal wieder von euch verabschieden. Sorry, dass das heute keine besondere Tour war, aber es ist für mich besser, ich gehe heim und vergiss den Tag heute. Ich sage aber trotzdem danke fürs Mitlaufen, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönere Touren und servus die Malen und pfiat euch die Buben.